Das bedeutet, der Eilantrag hat nichts gebracht. In Bremen wird es weiter ein Zündverbot geben. In Bremen geht es einen Schritt weiter. Auch privater Feuerwerksgebrauch ist nicht erlaubt, beziehungsweise es geht um morgen, weil morgen soll geklagt werden. Dafür haben wir gespendet für diese Klage an Heiligabend und morgen. Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal beziehungsweise zum neuen Podcast für alle Podcast-Hörer. Links in der Videobeschreibung gibt es auf Spotify, Google Podcast und so weiter. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, denn ich habe heute wieder ein sehr, sehr interessantes Infovideo für euch. Und zwar geht es um die Klage vom BVPK und Röder Feuerwerk beziehungsweise es geht um morgen, weil morgen soll geklagt werden. Das wird richtig interessant. Weitere Informationen dazu im Video. Außerdem geht es heute noch um einen Artikel über jemanden, der illegal Feuerwerk verkauft hat, direkt aus seinem Haus heraus und das Ganze als legal abstempelt. Und wir werden uns auch noch anschauen, wie das Feuerwerksverbot in Bremen aussieht. Da gibt es ja im Moment auch ein Zündverbot und was dagegen noch unternommen werden kann. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal rein mit dem allerersten Artikel hier. Und zwar den vom BVPK. BR24 hat einen Artikel über den BVPK vor 27 Minuten veröffentlicht. Das heißt, ich bin hier wirklich sehr, sehr früh dran, richtig frühe Infos. Und da geht es um Verkaufsverbot für Feuerwerk. Händler klagen an Heiligabend. Das bedeutet, morgen am 24.12. werden die Händler vor dem Gericht klagen gegen das Abgabeverbot von Feuerwerk und dafür haben wir auch die Spenden gesammelt. Ich hatte ja schon ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch nochmal. Da habe ich Spenden gesammelt und auch selber gespendet, beziehungsweise die Einnahmen des Videos gespendet, konntet ihr alle gratis spenden. Dafür haben wir gespendet für diese Klage an Heiligabend und morgen ist es dann soweit. Also auf morgen müssen wir wirklich hoffen. Ich hatte bisher noch nicht gewusst, wann jetzt geklagt wird. Jetzt steht es fest und das wird ein richtig interessanter Punkt. Und zwar steht hier noch im Artikel, Politik verbietet Verkauf von Feuerwerkskörpern und Röder und Verband will im Eilverfahren dagegen klagen. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Morgen gibt es dann genauere Infos. Da auf jeden Fall gerne ein Abo da lassen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr das nicht verpasst. Werde ich wie immer natürlich zu jeder Info direkt ein Video rausballern, damit ihr immer wisst, wie es im Moment steht. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten interessanten Punkt und zwar BVPK im Instagram-Account. Haben sie gestern Abend noch vor 14 Stunden, jetzt ist es 13.24 Uhr, wo ich das Video aufnehme, also ungefähr kurz vor Mitternacht gestern einen Instagram-Post veröffentlicht, in dem sie ein Klage-Update schreiben. Und zwar hat der BVPK anscheinend eine Erwiderung auf ihre Klageschrift vom Bundesinnenministerium bekommen. 14 Seiten lang. Sie haben geschrieben, dass sie sich das jetzt anschauen und die Argumentation ins feinste Detail auseinandernehmen, da jetzt schon klar ist, viele Argumente sind wahrscheinlich kaum haltbar. Das bedeutet, die Erwiderung der Klageschrift wird jetzt vom BVPK durchgearbeitet. Das ist nur so ein kleines Klage-Update, das müsste eigentlich nichts mit der Klage morgen zu tun haben. Beziehungsweise morgen wird es dann richtig spannend und richtig interessant. Das heißt auch, wenn morgen gut entschieden wird, dann haben wir noch die Chance, also dann ist es sehr wahrscheinlich eigentlich, wenn morgen entschieden wird, dass Feuerwerk verkauft werden darf und dass alles gekippt wird, wird es wahrscheinlich im Aldi kein Feuerwerk geben, das ist klar, im Lidl und so weiter. Blende ich euch hier mal ein Bild ein, das stand jetzt auch schon im Prospekt. Also selbst wenn das noch gekippt wird, da wahrscheinlich nicht. Was ich vorstellen könnte, dass noch vielleicht kleinere Fachhändler in eurer Nähe ein bisschen Feuerwerk verkaufen könnten, da Fachhändler wirklich nichts anderes zu tun haben im Moment. Und dann gibt es auch noch die Online-Bestellungen und da sehe ich es als wirklich sehr wahrscheinlich an, dass ihr noch eure Online-Bestellung kriegt, wenn ihr noch nichts andere Infos erhalten habt. Zum Beispiel da, wo ich bestellt habe, Feuerwerk Hannover, die haben mir jetzt schon die Bestellung storniert und das Geld zurücküberwiesen. Aber beim Pyroland, Pyroweb und den ganzen Online-Shops da, den großen, die haben gesagt, sie werden noch ausliefern und dann wird es wahrscheinlich auch, wenn es morgen dann gut entschieden wird, ausgeliefert werden. Falls es morgen aber schlecht entschieden würde, dann sieht es eigentlich ziemlich mies aus. Dann müsste man in die nächste Instanz gehen und das dauert dann auch wieder Tage und dann ist die Zeit eigentlich rum. Das wäre dann zwar für dieses Jahr überhaupt nicht hilfreich, also dann könnten wir dieses Jahr auch die Bestellungen nicht kommen, wenn es morgen nicht funktioniert. Aber das wäre für die nächsten Jahre schon mal gut, wenn man dann in die nächste Instanz geht und da auf jeden Fall recht bekommt. Das wäre definitiv gut, weil man dann für den nächsten Jahre eigentlich kein Feuerwerksverbot bzw. kein Verkaufsverbot mehr beschließen kann, wenn dieses Jahr ein gegenteiliger Beschluss gefasst wurde vom Gericht. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt des Videos und zwar Feuerwerk an Silvester bleibt in Bremen verboten. Und zwar geht es hier um das Oberverwaltungsgericht, das den Eilantrag gegen das Verbot abgelehnt hat.
Das bedeutet, der Eilantrag hat nichts gebracht. In Bremen wird es weiter ein Zündverbot geben. Das heißt, Bremen ist ja jetzt nicht so klein. Ihr könnt ruhig rüberfahren nach Niedersachsen oder meinetwegen, wenn in Niedersachsen auch noch verboten werden sollte, nach Hamburg, ist auch nicht so weit weg. Aber Bremen ist zum Glück nicht so groß. Daher einfach nach Niedersachsen fahren, könnt ihr da zünden, wenn ihr noch was habt. Beziehungsweise, ja, wenn jetzt die Bestellungen noch ankommen. Auf jeden Fall gibt es da in Bremen jetzt ein Abbrennverbot. Seit dem 21. Dezember wurde das entschieden. Finde ich auf jeden Fall sehr schade. Das ist aber noch schlimmer als in Sachsen und in Niedersachsen. Da sind ja im Moment nur die Beschlüsse für in öffentlichen Plätzen ein Feuerwerksverbot. In Bremen geht es einen Schritt weiter. Auch privater Feuerwerksgebrauch ist nicht erlaubt. Das heißt, man darf privat kein Feuerwerk veranstalten, kein Feuerwerk für die Öffentlichkeit veranstalten. Es ist komplett verboten, Kategorie F2-Artikel mitzuführen und abzufeuern. Das ist echt nicht gut in Bremen und da ist auf jeden Fall echt mies gelaufen für alle Leute aus Bremen. Tut mir wirklich leid, aber dieses Jahr wurde leider der Eilantrag abgelehnt. Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen jetzt für die Klage morgen. Aber das ist was ganz anderes eigentlich. Da geht es ums Verkaufsverbot und so weiter. Und da stehen auch mehr finanzielle Mittel hinter und mehr Anwälte, mehr Argumentation und so weiter. Da denke ich, dass morgen was Besseres entschieden wird als hier in Bremen. Tut mir auf jeden Fall wirklich sehr leid. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Videopunkt. Und zwar geht es hier um jemanden aus Rudau. Da wurden 21 Kisten mit Knallern und Feuerwerk beschlagnahmt. Und zwar hat hier jemand angeblich, wie er es nennt, legal Feuerwerk, illegal natürlich gehandelt, weil es im Moment ein Abgabeverbot gibt und er anscheinend keine Genehmigung hatte, das zu machen. Außerdem hat er es aus seiner Wohnung gemacht, aber es waren alles nur F2-Feuerwerke, steht hier in dem Artikel, zum Beispiel Golden Eagle oder Casablanca, das müssten F2-Batterien von Nico sein, soweit ich weiß, Rocket World, Raketen und so weiter. 2060 Euro insgesamt, tut natürlich schon weh, aber er ist auch noch ein bisschen wegen Rauschmittelbesitz dran, 7 Gramm Marihuana und so weiter. Also da hat er auf jeden Fall ordentlich was am Stecken. Wie gesagt, wenn ihr mit Gewerbeschein, so wie ihr, an Feuerwerk kommt, bitte macht es rechtens, dass ihr es ankündigt bei eurer Stadt und so weiter. Am besten lagert ihr das auch nicht in eurer Wohnung jetzt. Wir können uns mal angucken, wie viel Feuerwerk man in einer Wohnung lagern darf. In einem bewohnten Raum darf man der Kategorie F1 und 2 1 Kilogramm Netto-Explosivmasse lagern, also 1 Kilogramm NEM. Das ist schon ziemlich viel eigentlich. Das sind vielleicht, das sind ungefähr 2500 Gramm Batterien, aber in einem unbelebten Raum, abstehende Garage zum Beispiel, darf man 15 Kilogramm NEM lagern. Also das ist schon ordentlich. Das heißt, in einem Haus kann man auch schon ordentlich NEM lagern, Feuerwerkskörper. Das ist auf jeden Fall legal, aber ich glaube für 2060 Euro, wenn er schlau gemacht hat, hat er es gut auf Räume verteilt, sodass es nicht über die Grenze kommt, aber wenn er Pech gehabt hat, hat das nicht gemacht und dann hat er auf jeden Fall jetzt ordentliches Strafverfahren am Wickel. Kommen wir dann auch schon zum letzten Videopunkt und zwar eine kleine Community-Umfrage. Wie ist bei euch das Wetter an Silvester? Habt ihr schon Wetterbericht geguckt? Ich mache das eigentlich jedes Jahr relativ früh und ja, also ich habe schon 3 verschiedene Wetterberichte angezeigt bekommen. Einmal hatte ich Gewitter am Nachmittag, einmal hatte ich komplett trocken und jetzt wurde es leider wieder geändert auf 95% Regen. Das sieht gar nicht gut aus, also im Moment steht hier, es soll komplett den ganzen Tag regnen mit stürmischen Böen. Ich hoffe, dass es sich definitiv nochmal ändert, weil 69 Kilometer pro Stunde Windböen plus nochmal ganzen Tag Regen, also das ist überhaupt kein geiles Silvester. Bitte ändere das Wetter einfach nochmal, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich ändert sich der Wetterbericht nochmal. Wie sieht das Wetter im Moment bei euch draus? Schreibt es gerne in die Kommentare, aber es wird sich bestimmt nochmal ändern. Hofft ihr auch immer so, dass gutes Wetter ist an Silvester? Ich auf jeden Fall. Ich gucke da schon Tage im Voraus drauf und habe immer die Auf- und Abphasen, wenn sich das Wetter dann wieder ändert. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, lasst ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal.